Kurze Frage, was ist eigentlich euer Lieblingsgericht? Pasta? Also meins ist ganz klar. Reis. Oh ja, es gibt doch nichts Besseres als Reis. Und damit, ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ludovit Reis wird beim HSV bleiben. Trotz des Nichtaufstiegs hat er noch Bock auf den HSV. Und da muss ich euch wirklich sagen, der zweitbeste Mann hat seinen Vertrag verlängert. Ja, jetzt muss nur noch Danilo Fernandes wirklich ein bekennendes Wort eben geben, dass er in die nächste Saison eben für den HSV auftritt, und dann bin ich wunschlos happy. Also das habe ich wirklich nicht gedacht, denn Ludovit Reis war auch bei vielen Bundesligisten tatsächlich auf dem Zettel, gerade bei Freiburg und Union Berlin, und er sagt einfach denen ab. Er sagt denen, nein, er hat keinen Bock auf Champions League, auf Europa League, nein, er will zweite Liga, er will gegen Elversberg alles geben. Ja, also der HSV kann sich so glücklich schätzen, so einen Mann behalten zu können, weil ich halte sehr, sehr viel von ihm. Klar, natürlich sah er zuletzt auch nicht ganz glücklich aus, aber Leute, wirklich, das ist ein Spieler mit sehr, sehr hohem Niveau. Der hat auch richtig viel Potenzial noch, und wenn dann noch ein guter Trainer an der Seitenlinie steht, dann glaubt mir, der wird wirklich explodieren, und das hat er auch schon so gezeigt. Der ist einfach ein, ja, torgefährlicher Spieler, kann die Bälle gut verteilen, kann auch mal die Bälle halten, also technisch auch sehr, sehr stark. Und wie gesagt, die Ausstiegsklausel war bei 7,5 Millionen. Jetzt würden ja wahrscheinlich auch viele sagen, ey, Kick-on, damit hätte man doch wieder neue Spieler kaufen können. Ja, aber ob die jetzt zünden oder so, bei Reis weiß man, was man hat. Und das ist ein unglaublich guter Spieler, der hat sich ja für die Mannschaft aufgeopfert. Ich denke auch, es wird an der Zeit sein, ihm eben die Kapitänsbinde eben zu geben. Ich sehe Schonlau jetzt nicht so als Führungsspieler oder Danilo Hernández eben. Aber ja, ich bin einfach unglaublich glücklich, dass Ludovit Reis wirklich noch beim HSV bleibt, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Viele denken jetzt wahrscheinlich, ah, das könnte jetzt auch ein bisschen negativ sein, denn ja, 7,5 Millionen Euro sind natürlich ein Batzen Geld für die zweite Liga, und ja, diese 7,5 Millionen hätte man nochmal neu investieren können, aber ob diese neuen Spieler eben dann zünden, das ist halt die andere Sache. Jetzt haben wir auch noch die kühne Million. Wir haben eh eine Grenze von 10 Millionen, die wir eben ausgeben können, also das Transferbudget. Das heißt, auch wenn jemand 100 Millionen investiert, der HSV kann eh nicht mehr investieren. Also wirklich, Leute, Ludovit Reis, da gebe ich die Hand ins Feuer, egal wie der HSV performt, das wird einer der stärksten sein. Also der HSV könnte jetzt auch zum Beispiel mal nächste Saison mal nicht um den Aufstieg mitspielen, sondern komplett unten sein. Kann ja auch so passieren. Aber Ludovit Reis wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schlüsselspieler sein, und das so einzuhalten, ich sag's nur immer wieder, ich habe den schon damals gemocht und mag ihn immer noch, und das zeigt einfach, ja, Charakterstärke, wenn er einfach diese anderen Vereine einfach, ja, sagt, ey, was will ich damit? Ich will mit den HSV aufsteigen. Also mehr Liebe geht nicht. Ich denke mal, ich kaufe mir auch ein HSV-Trikot namens Reis. Das hat er auch absolut verdient. Ludovit, wenn du das siehst, hol mir auch ein Trikot. Ich scheiß auch nicht das Geld. Also, das war's auch schon mit dem, ja, mit dem Video. Das ist einfach mal eine erfreuliche News. Also ich bin zurzeit wirklich, ja, gut gelaunt. Es ist irgendwie komisch, komisch. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin irgendwie gebrochen nach der Saison. Aber nein, ich freue mich auf die neueste Saison. Jetzt fehlen nur noch mal, ja, neue Spieler. Und ich habe nur Angst, dass Magdeburg wirklich, ja, Tietz will ja die ganze Zeit eben unsere HSV-Spieler weglotsen und zu Magdeburg führen. Gerade in der zweiten Mannschaft jagt er ja so rum. Und irgendwie habe ich Angst um meinen Anzisuhonen. Also bitte, bitte, bitte haltet den auch, weil der hat auch so große Qualitäten, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Ludovit Reis, aber Ludovit Reis bleibt beim HSV. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, und ja, also es kann ja nur positiv sein, deswegen gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns. Ciao, ciao.